welches taktische Konzept die beiden sich hier bei diesem Treffen zurechtgelegt haben. Gut reagiert zunächst mal von Cedric Mann. 10-6, aber noch vier Möglichkeiten für Hitler. Und da geht er über den Nachteil, eigentlich einen Netzball zu kassieren, trotzdem rein und macht ihn. 11-6. Tobias Hippler schnappt sich hier Satz 1, zweite Runde. Da drängt er ihn einmal nach außen und kassiert sofort die Antwort. Zuvor 3-4 Bälle durch die Mitte. Da hatte Hippler zumindest nur die Möglichkeit. Und dann holt er sich auch den und... Ja, den hat er sich dreimal vorbereitet. Hippler wehrt sich grandios am Ende, aber dann doch zu viel Wucht hier in diesem Schlag, der jetzt kommt. Und dann... Sehr, sehr interessanter Ballwechsel mit dem besseren Ende für Tobias, für Cedric Meissner. Er schiebt. Und der Punkt. Boah, ja. Dann hat er ihn offen auf der anderen Seite. Den einen oder anderen dazwischen hat. Und jetzt ist es rum, was diesen Satz angeht. 11-4 für Cedric Meissner. 2-1 Satz. Den einen oder anderen dazwischen hat. Und jetzt ist es rum, was diesen Satz angeht. 11-4 für Cedric Meissner. 2-1 Satz. Von links nach rechts und kriegt dann aber Schlag 3 nicht mehr auf die Platte. 4-1 für Tobias Hippler. Richtig stark von ihm gelöst. Gute Rückhand eigentlich von Hippler. Wechsel rüber von der Rückhand in die Vor. Da ist der Punkt für ihn, Ausgleich. Ganz, ganz, ganz wichtig in dieser Situation. Gegen die Laufrichtung. Sofort erkannt. Tobi Hippler. Das ist richtig, richtig gut, diese Rückhand gewesen. So viel Druck aufgebaut. 13-11 für Tobias. Jetzt ein bisschen zäh, hart umkämpft. Überhaupt nicht groß gefackelt hier. Meissner eröffnet das Spiel, bleibt dann dran, nimmt die Bälle ganz früh. Und dann kriegt er... Auch da hat er eine Antwort und dann rutscht Cedric Meissner weg. Satzgewinn für Tobi Hippler. Und das ist schon eine Überraschung. Es gab Phasen in diesem Spiel, in dem ich dachte, okay. Und da knallt er ihm eine Vorhand aber da rein. Hier und Hippler. Auszudehnen, Aufschlag, Cedric Meissner. Und diese Rückhand, die passt, die kann er nicht mehr retournieren. Tatsächlich 3-3. 7.
Wahnsinn, dass er den noch draufkriegt. Das ist ja irre. Ich hatte schon hier ein Strichelchen gemacht als Punkt für Cedric Meissner. Und tatsächlich, dann ist er zu nah an der Platte und kann es nicht mehr korrigieren. Und auch den setzt er, weil er ihm die Vorhandseite dann offen anbietet. Hier macht er den Schritt, um selbst zu agieren. Und dann ist er zu... Und jetzt hat er hier drei Matchbälle. Cedric Meissner kämpft und rackert sich. Nein! Tobias Hippler bleibt so unfassbar nervenstark da hinten. Er wehrt die Matchbälle ab, bleibt drin im Spiel. 10 beide. Siebter Satz. Ungewöhnlich geht er in den Aufschlag rein. Bringt ihm das was? Nein! Meissner bleibt ebenfalls total kühl. 12 beide. Kleines Psychospielchen, zumindest habe ich so empfunden. Ich will ihm nichts unterstellen beim Aufschlag in der Vorbereitung. Ja. Matchball für Cedric Meissner, wenn ich zu 12. Und auch den kriegt er nicht auf die Platte. Er löst unsere Nerven irgendwann. Ja, stark, tolle Rückhand von Meissner. Nochmal das Prä bei ihm. Da ist sie. Stellt sich gut. Hat die Zeit, sich zu schaffen. Er versucht alles. Hätte ihn aus dem Spiel gehabt. Sowas sieht man tatsächlich wirklich ganz, ganz, ganz selten. Stabil mitmachen. Und er macht besser mit bei Tobias Hippler, der dieses Spiel tatsächlich für sich entscheidet. 19, 18 zu 16. Ja, bis 19 hätte es geklappt. 18 zu 16, er macht es vorher nicht. Es tut mir auch ein bisschen leid für einen großartig kämpfenden, für einen phasenweise großartig aufspielenden Cedric Meissner. So, da haben wir ihn, den Marathonmann Tobi Hippler. Ich habe heute schon öfters zu dir spaßeshalber gesagt, Mensch, du bist richtig gut drauf beim Einspielen. Du bist richtig gut drauf, oder? Ja, jetzt schon nach dem Spiel. Vorher war ich ehrlich gesagt nicht so, hatte nicht so viel Selbstvertrauen. Ich habe halt Hunderttausende von Spielen schon gemacht gegen Sadie und wir trainieren auch zusammen und dann wird es automatisch, glaube ich, knapp, weil jeder weiß, was der andere macht und was der andere auch in engen Situationen macht. Und ja, gerade bin ich einfach nur platt und froh, dass ich das Ding mir noch irgendwie gezogen habe. Du musst auch schon gleich wieder weiter, deswegen noch eine Frage. Jetzt geht's gegen Dangi. War das eine Frage? Das war eine Frage, ja. Wie gehst du in das Spiel? Ja, ich weiß nicht. Dank ja nicht auch aus dem Training, aber es ist ein anderes Niveau nochmal. Er hat unglaublich gespielt die letzten Monate und Wochen. Dann ist es ein bisschen entspannter mental und ich versuche einfach mal zu gucken, was so geht. Okay, 19:20 Uhr geht es dann weiter mit dem Einzel, jetzt mit dem Viertelfinale im Doppel.